So Leute, herzlich willkommen zurück zum beschissensten Bosskampf überhaupt. Ich habe ein bisschen braune Schergenfarm, oder bin ein paar braune Schergenfarmen gegangen. Ich habe Kahn nochmal die ersten zwei Phasen euch erspart. Dafür muss ich damit ein bisschen mitleiden, weil er echt scheiße ist. Hab aber nebenbei eine neue gute Möglichkeit gefunden, den auszuschalten. Und zwar, mit den Grünen geht das ziemlich gut. Wenn ihr hier so in der Mitte entlangläuft, kann man von der Klippe aus die Grünen auf den Hals hetzen. Das verlangsamt ihm nicht nur ordentlich, sondern macht auch, ja, angemessenen Schaden. Und er kann erstmal nicht mehr so viel Schaden ausdrücken. Das könnte durchaus ein Schlüssel sein, um ihn auch ein bisschen von uns vom Hals zu hetzen, während wir uns mit den ganzen anderen Viechern abgeben müssen. Bin gespannt, wie gut das funktioniert. Natürlich kommt der Typ ausgerechnet dann, wenn ich meine Schergen losschicke. Man könnte die KI schon fast als intelligent bezeichnen. Ich bezeichne sie mittlerweile nur als ekelhaft. Ah, Gott. Wenn es nur die KI wäre, ne? Aber nein, es ist ziemlich viel im Spiel. Wie gesagt, ein Endresümee wird ja auch noch kommen. Allerdings erst, wenn wir es durchgespielt haben. Beziehungsweise, wenn das noch passieren wird. Also, ich will da mal hoffen, dass wir es noch durchspielen. Und immer wieder die alte Taktik. Werft euch eure Scheiße ab. Wir machen das jetzt mal so. So, hier dürfen wir nochmal frei wählen zwischen allen Schergen. Und ich bin am Grübeln. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe so viele braune, brauche ich gar nicht. Schicke ich mal ein paar in den Altschrott und tue mehr rote dafür. Na, weil, wie gesagt, diese schwebenden Viecher gehen mir richtig auf den Piss. Das Problem dabei ist auch, ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann ja auch nicht zwischenspeichern oder so. Das ist zum Kotzen einfach nur. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie so safe staten könnte, ne? Das wäre cool. So, safe staten, das wäre richtig genial, aber nee, kann ich ja nicht. Ich kann nur mein Leben auffüllen, das bringt mir nichts, weil ich bin schon voll. Nee, es bringt alles nichts. Ich muss irgendwie gucken, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie. Er ist ja nicht mal wirklich schwer oder so, er ist einfach nur nervig. Wenn man das schon als nervig bezeichnen kann. Ist einfach nur Kacke, der Boss. Komm, wagen wir's. Ja, du kommst hochgestrampelt in deinen Strampelanzug. So, wo bist du jetzt genau? Da hinten ist der, aber ist klar. Lass mich mal ganz kurz hier die Lage checken. Wir gehen erstmal hier hoch. So, kann ich euch jetzt schon auf ihn draufsetzen? Ja, kann ich. So, die Roten setze ich mal hier hin. Grüne bitte erstmal alle Kommando zurück. Ne, es geht nicht. Dann muss ich kurz weg, bevor der hier hochkommt. Das hat noch funktioniert. Problem ist, in dieser letzten Phase habe ich auch nicht wirklich die Möglichkeit, ihn von oben irgendwie anzugreifen, weil ich bin ja meistens in den unteren Ebenen. So, wie war das nochmal? Der läuft ja jetzt hier rüber. Der kommt mir hier entgegen. Das ist natürlich wieder typisch. Muss ich mal kurz mit denen hier engagen. Au. Und der macht auch sehr viel Schaden an mir. Ist mir aufgefallen. Okay, genug engaged. Alter, rote. Hallo! Mann, tu nicht mal. Tu niemand was, was ich will, was ich von ihm will. Super, jetzt hängt er da rum, die kommt von da, ist natürlich wieder typisch. Boah, ist das eng. Habe ich hier nebenbei irgendwie die Möglichkeit, neue Schergen ranzuholen? Ja, da hinten. Und da oben, okay. Boah, ist das scheiße. Wenn die fliegenden Viecher nicht wären, dann wäre es ja schon fast möglich. Alles klar. Nee, es wird scheiße eng. Pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Ich hoffe, das ist kein Riesenfehler. Alles klar, ich kann mal von da hoch. Ein paar neue Grüne. Ja, natürlich kommst du mir so entgegen. Okay, ich kann jetzt hier mitten durchlaufen, alles klar. Wie viel haben wir noch? Noch genug, okay. Braune kann ich noch ein paar gebrauchen. Kommt mal schnell her. So, ganz schnell hier drauf. Dann hier ganz schnell daran vorbeilaufen. Damit die blöden Viecher mir auch keinen Schaden machen können. Dann kurz engagen. Ja. Okay, das war scheiße. Vor allem die in seinem Rücken sind auch gestorben, einfach so.
Ja klar, ne? Hast du davor nicht gemacht. Ja, ich kann mir davon ein paar Flüsse erlauben. So, du kommst mir jetzt nicht entgegen. Was macht denn da? Na, von jetzt kann ich mit den Roten noch ein bisschen Schaden machen. Also ich bin mir relativ sicher, das ist die letzte Form hier von dem. Problem ist, wie gesagt, ja, er macht Scheiße. Beziehungsweise er hat scheiß Kumpels, die Scheiße machen. Du bist aber schnell, ganz schnell gewesen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss einfach in Bewegung bleiben. Dann ist dieser scheiß Bosskampf auch vielleicht nicht ganz so scheiße. Okay, so kann ich ihn ein bisschen verarschen, ein bisschen Zeit rauszuholen. So könnte ich rein theoretisch, wenn ich Ewigkeit hinterherlaufe, mit meinen Roten den erledigen. Aber komm, so pussyhaft sind wir nicht. Auch wenn das Spiel nicht verdient hat, ich möchte ihm irgendwie noch ein bisschen Würde verleihen. Warte mal, Kessel nehme ich jetzt gerade ein? Ne, er geht hier rüber. Du holst aus. Ja, lass mal. Ich gehe mal kurz an dir vorbei. Hier kommt mal bitte alle hinterher. Er hat ein paar erwischt, ist aber nicht schlimm. So, ihr könnt jetzt gerade hier wunderbar... Ja, wenn die Grünen mal das tun würden, was ich ihnen sage, ne? Okay, jetzt machen sie es erst. So, jetzt hat er ausgeholt. Jetzt ganz schnell durchlaufen. Was war das jetzt bitte? Ah, jetzt macht die Kamera ja scheiße. Beziehungsweise die gesamte Steuerung macht gerade scheiße. Okay, okay, sind sie alle? Oh, er hat den Weg von dem Ding blockiert. Das heißt, Leute, er ist sogar ein bisschen zeitversetzt. Sehr interessant. Okay, ich muss warten, bis das Äuglein an mir vorbeifliegt. Ja, zum Glück kann man den Typen echt so ein bisschen von dem Weg her verarschen. Alter, geht der mehr... Ja, super, jetzt fliegt der da hoch. Ist auch doof. Ah, okay. Habe ich ihn wieder ein bisschen verarscht. Nee, das hat's eigentlich noch nicht. Wie bist du? Du bist da. Ah, den kriegen wir hin. Viel hat er ja auch nicht mehr. Ich glaube noch ein Viertel oder so. Alles klar, jetzt holt der Maus. Gehen wir mal hier runter. Okay. So, jetzt muss ich kurz... Boah, Kacke! Darauf habe ich nicht geachtet. Zum Glück hat er keinen Schaden gemacht. Muss ich mal kurz gucken. Die beide... Wie laufen die? Die laufen total komisch jetzt. Weil den einen gerade ein bisschen geblockt hat. Laufen jetzt richtig kacke. Alles klar, ich bin hier wieder hier oben. Ich habe meinen Vorteil wieder. Alles klar. Und auf ihn drauf. Ja. Irgendwie machst du wieder die alle kaputt, obwohl du es gar nicht könntest, theoretisch. Ich hätte die Zeit nutzen können, mir ein paar Braune zu machen. Ruh mal aus. Okay. Ah ja, ist nicht mehr viel. Ist noch vielleicht ein... Ja. Was, ein Achtel? Nicht mal. Ja, die eine Hälfte greift an, die andere Hälfte guckt nur zu. Ja, jetzt hören sie gerade nicht auf mich. Oh, gerade noch so geschafft. Ich brauche ein paar mehr von euch. Okay. Nee, jetzt höre ich nicht. Da muss ich sagen, dass das Ding wieder an mir vorbeifliegt. Okay. Jetzt einmal schnell hier durch. Dann kann man wieder ausholt. Ich weiß echt nicht, ob das so gewollt ist, was ich hier tue. Ne? Das ist eigentlich... Ja, nicht mal wirklich eine Noob-Taktik, die ich hier mache. Ah, nee, 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 kannst vergessen. Oh, habe ich mehr Verlust daran erwartet. Okay, gehen wir wieder runter. Ich muss irgendwie die Überlegenheit bekommen, dass ich ihn von oben aus angreifen kann mit meinen Grünen. Wenn ich das hinbekomme, dann könnte er ziemlich schnell tot sein. Und mit ziemlich schnell meine ich sogar ja, relativ schnell. Also mal kurz gucken, die kommen jetzt beide so entgegen. Das heißt, ich warte wieder ein bisschen. Jetzt können meine Roten ein klein wenig Schaden reindrücken. Könnte entscheidend sein. Ah, gut, ich diesen Senke gefunden habe. Hätte ich ihn nicht gefunden, wäre ich total verzweifelt am Spiel. Alles klar, alles klar, alles klar. Ein Roter, ist nicht schlimm. Ich habe sowieso gerade zu viele Rote gehabt. Wo ich mit zwei neu von euch. Alles klar, bist du hochgegangen, du Vollidiot. Ah, Problem ist, muss ich irgendwie anderweitig an dir vorbeikommen. Gut. So. Ah, mal zwei Rote erlöscht, okay. Na, ist in Ordnung. Von Roten kann ich mir ohne den Verlust erlauben. Das ist mir sonst scheißegal.
Jetzt muss ich nochmal gucken, wie machen wir das jetzt? Jetzt an ihm vorbeilatschen ist auch scheiße. Ich dachte, du willst nicht mehr verarschen. Aber nö, du bist ja so dumm. Dich kann man ja einfach verarschen. Wenn ich einfach mal ein bisschen hin und her laufe. Ja. Das Problem ist, es ist immer dieser zweite hier. Immer wenn ich jetzt hier gerade vorbeilaufen kann, dann geht der immer nach oben. Das will ich nicht. Vielleicht soll ich mal mit dem versuchen, den Braun zu engagieren. Wo sind der gerade? Ach, da ist er. Oh Gott. Ja, das war sehr dumm von mir. Ja, mehr überlebt als ich dachte. Ich dachte, das sterben jetzt alle weg. Guck mal, das ist ein guter Zeitpunkt. Hört mal. Ich habe zwar nicht mehr so viele Grüne, aber ich kann jetzt so an ihn hochkommen. Und ich will euch von oben einsetzen. Na gut, das hat jetzt zwar übelst Verluste mir reingedrückt. Die Grünen hier machen irgendwie nicht das, was ich von ihnen will. Jetzt auf einmal. Aber ich glaube, den haben wir. Jawohl. Den Sack. Jule! Jule! Ja, Juli. Meine Fresse, ey. Schlag zu, Meister. Los! Ja, Kopf ins Hirn und dann bis zum Anschlag. Mann, was warst du scheiße, ey. Ihr werdet gebraucht. Kommt zurück in den Turm. Aber leider war das nicht der Endboss, Leute. Das war nur der vorletzte Boss. Es gibt noch einen Schlimmeren. Gott, war es gerade laut. Kaisert die Rückkehr des Overlords, des einzig wahren Bösen. Oh nein, nicht ihr, der echte Overlord. Ja. Ich war dem Bösen gegenüber immer loyal. Ich stelle keine Fragen. Böse ist, wer Böses tut. Willkommen zurück, Herr. Ich bin zurück. Auch wenn ich mich dafür dieses weisen, müden Körpers bemächtigen müsste. Ich glaube, ihr kennt meine Töchter, Vanessa. Ich erinnere mich dunkel. Sie war mir eine große Hilfe. Und dann haben wir da noch Rosa, die leider nicht so kooperativ war. Ich helfe doch niemandem, der meine Schwester für nützlich hält. Ihr dachtet wohl, ihr hättet mich getötet. Ihr und eure Heldenfreunde. Aber ich plante eine kleine Reise. Wollte mal in der Haut der Guten stecken. Buchstäblich. Dieser närrische Zauberer dachte, er hätte gewonnen, bis ich mit seiner sterblichen Hülle verschmolz. Das ist nun wirklich ein teuflischer Plan. Nacheinander erlagen sie meinem verderbten Einfluss. Diese Mauern der Reinheit und des Gehorsams. Man muss nur wissen, wo man ansetzt. Und was euch angeht, ihr fielt. Und sie ließen euch zurück, weil sie Helden werden wollten. Ich gab euch eine zweite Chance, einen anderen Plan. Ihr wart mir nützlich, aber jetzt steht ihr mir im Weg. Schergen! Meister! Meister! Wir sind eure Schergen, Herr! Er war nichts verglichen mit euch, eure Schlechtigkeit. Ihr habt euch meine Zauber geborgt. Schluss damit! Ich beseitige jetzt eure körperliche Anwesenheit. Den Rest habt ihr bereits für mich erledigt, mein Schoßhündchen. Meister, solange ihr noch Kraft habt, kann ich direkt mit euch sprechen. Er muss aufgehalten werden.
Ich weiß, das Turmherz. Rosa, wohin gehst du? Ich will dich nicht töten müssen. Was ein Pack. Nebenbei, warum ist ja gerade nichts mehr los? Im Grunde war ja voll die Party. Ja, ich habe die Story total überhaupt nicht verstanden, beziehungsweise, ja. Dieses, ich glaube, das war total unerwartet, weil, es gar keine Anzeichen daraufhin gab. Das Turmherz. Ach ja, stimmt, da ist ja. Ging es nochmal zum Turmherz. War es hier? Keine Ahnung mehr. Aber ja, das ist jetzt der wahre Endboss, der Typ da. Also, es gab ja null Anzeichen von ihm, beziehungsweise, jetzt ist er einfach da. Pup, da ist er. Was macht die denn da? Oh, das Turmherz ist, glaube ich, ein bisschen instabil. Dummes Kind, du hast das Turmherz beschädigt. Du warst schon immer klug. Wärst du doch auf meiner Seite gewesen. Wer bist du überhaupt? Du siehst aus wie ein größerer Zwerg. Du bist ein Zwerg, wenn man guckt, wie klein du eigentlich bist. Egal, sobald ich eure Energie aufgesaugt habe, werde ich es wiederherstellen. Schergen! Ja. Jetzt muss ich hier alleine gegen die ganzen Schergen antreten, oder was? Und ich weiß überhaupt nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, was ich hier machen soll. Ich meine, gut, die Schergen sind ein bisschen mutiert aus, also gar nicht die, die ich gemacht habe. Dreck. Ich habe gar keine Magielaste mehr, fällt mir gerade auf. Und die Grünen gehen mir gerade richtig auf den Sack. Vor allem der ist irgendwie ganz komisch an mir. Guck mal, hat sich das gesehen, wie er sich an mich reingeklammert hat? Wie konnte mir eigentlich überhaupt Schaden zufügen, wenn er so ganz komisch herumsitzt? Ihr hättet ein Held sein können. Seht euch jetzt an. Ja, seh dich doch mal an. Es ist mir gelungen, das Turmherz zu schwächen. Jetzt müsst ihr euch um ihn kümmern. Holt euch die Schergen zurück. Nur so habt ihr eine Chance. Wirk! Der Raum ist voller Käfer. Sie kleben an meinen Stiefeln. Es geht nichts über einmal mit Unterhaltung. Ach ja, den wollte ich mir auch noch mal vornehmen. Ah, ich habe meinen Zauber wieder. Sehr gut. So, sterb. Ihr wart ein guter Overlord. Vielleicht vermisse ich euch. Warum darf ich ihn nicht umbringen? Alles Verräterschweine hier. Meister? Meister! Meister! Gut, wenigstens ein paar, die ich wieder habe. Auch aus dem Grund habe ich mir ganz viele Braune rangeholt. So, ja, sag mal, ich muss jetzt die anderen zurückerobern, ne? Okay, das Wasser, da kommt sie eh nicht weiter. Der alte Paps hatte nie Zeit für uns, war immer unterwegs auf der Jagd nach dem Bösen. Der neue Paps erkennt mein Potenzial. Hä? Wovon spricht sie? Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, ich erinnere mich auch hieran. Ich habe das auch in dem Lösungsbuch mal gelesen. Irgendwie, wenn man hier reingeht, kann man sich ja ganz viele braune Energie farmen. Wenn man es denn für nötig hat. Und ja, es sollte auch nötig sein, weil im Lösungsbuch habe ich auch nicht gelesen, das ist Lösungsbuch. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man hier sehr viele braune Schergen haben muss fürs Ende, weil ja, das Ende ist scheiße. Ja, ich bin schon mal relativ froh, dass ich schon mal so weit gekommen bin. Vielleicht hört man es mir gar nicht an, aber leider weiß ich, das Spiel ist noch nicht vorbei. Nein, es geht ja noch weiter. Wie kann ich eigentlich jetzt die anderen Schergen mehr wieder erlangen? Muss ich ihn verfolgen? Bestimmt, ne? Er war viel länger Overlord als ihr. Aber ihr habt schnell gelernt. Wo war der länger Overlord als ich? Der ist jetzt gerade zum ersten Mal im Spiel aufgetaucht, du Vogel. Er ist nicht mein Vater, auch wenn er so aussieht. Hä? Was soll denn das zusammen kombinieren? Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich habe irre Lust, das Spiel jetzt durchzuzocken. Ist mir scheißegal, wie lange es dauert. Ja, die Katze schaut an der Tür. Ich mache hier noch ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder und dann rocken wir das Spiel. Ich habe keine Lust mehr. Ich will es durchhaben. Bis gleich.